Aber letztlich ist die Logik des Buddha schlagend. Können Sie sich tatsächlich mit dem Unabfindbaren abfinden? Und kämpfen Sie nicht mehr dagegen an. Und akzeptieren die Pforte, an der man alle Hoffnung fahren lassen muss. Und das Unmögliche dennoch geschieht, das nicht geschehen darf. Dann entkommt man vielleicht tatsächlich dem Begehren, wiederkehren zu müssen, weil man eben nicht mehr dagegen gekämpft hatte, was doch nicht zu vermeiden ist. Und es auch nicht fortgesetzt hatte in dem einzigen sich anbietenden, eng geführten Ausweg einer scheinbaren Erlösung, die aber nicht die Erlösung, sondern die Fortsetzung bedeutete.